Hallo, du kleiner Schmetterling, wie geht es dir? Bei einem Picknick schmeckt alles viel schlumpfiger, findet ihr nicht? Ja, besonders die Schlumpfblumenkerne. Schlumpfblumenkerne? Das heißt Blumenschlumpfkerne. Das weiß doch jeder. Schlumpfblumenkerne. Blumenschlumpfkerne. Nicht doch, meine kleinen Schlümpfe. Lasst uns nicht um Worte streiten. Ich denke genauso, Papa Schlumpf. Es weiß doch jeder, dass Schlümpfe aus dem östlichen Teil des Dorfes anders sprechen als die aus dem westlichen Teil. Das Wichtigste ist doch, dass ihr einander respektieren. Jedoch das Allerwichtigste ist, dass ihr mich respektiert. Schlaubi Schlumpf. Ich hasse Ameisen. Stellt euch vor, wie unschlumpfig das Leben wäre, wenn wir uns nicht unterscheiden würden. Ja, das stimmt. Nur die Differenz, was, Papa Schlumpf? Deshalb mögen die Ostdörfler so gerne Vanilleeis. Und die Westdörfler lieben Schokoladeneis, stimmt's? Ja, so ist es. Lauf, meine kleinen Schlümpfe! Rette das Essen! Ja. Ich sage dir, Papa Schlumpf, wenn wir uns nicht besser in Form bringen, wird sich diese Katze irgendwann einen von uns schnappen. Ja, ich weiß, du hast recht, Hefty. Aber ich glaube, dass die Schlümpfe lieber spielen als trainieren. Doch wenn ich mich nicht täusche, gibt es einen Weg. Hier steht etwas über die alten Griechen und ihre Olympischen Spiele. Ah, Spiele? Ja, ja, ich glaube, das ist die Antwort. Wir werden die ersten Schlumpfischen Spiele veranstalten. Lieber Vetter, wie gut, dass du mich vor meiner langen Reise noch einmal besuchen kommst. Ja, 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 natürlich. Als ich hörte, dass du uns verlassen willst, bin ich sofort gekommen. Das ist aber 40 Jahre her. Ich war immer beschäftigt. Leider hinterlasse ich dir überhaupt nichts, Gargamel. Aber nicht doch. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich hatte nur gehofft, dir deine letzte Reise etwas erleichtern zu können. Hör zu, du musst etwas sehr Wichtiges für mich erledigen. Na klar, na klar. Hinter dem siebten Band, in der dritten Reihe, findest du eine kleine Schachtel. Mach sie auf. Siehst du die Medaille? Das ist die Medaille des Poseidon. Oh, sie ist, sie ist sehr interessant. Und sehr gefährlich. Gefährlich? Tödlich. Diese Medaille enthält die Macht der absoluten Vernichtung. Ist das wahr verblüffend? Sie darf niemals in falsche Hände geraten. Nein, 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 natürlich nie. Mein Freund hier weiß, was zu tun ist. Ein Schlumpfbärvogel? Auf Wiedersehen, mein Kleiner. Aber wo fliegt er denn hin? Zu Papa Schlumpf. Papa Schlumpf? Ein treuer Freund. Nur Papa Schlumpf weiß, wie man mit der Zaubermedaille umgehen muss. Ach, Papa Schlumpf, ja? Jetzt, lieber Vetter, muss ich von Ihnen. Eine neue Welt erwartet mich. Tja, dann mach's gut, mein Lieber. Kann ich vielleicht noch irgendetwas für dich tun? Soll ich dir bei deinem Testament helfen? Ich hinterlasse dir gar nichts, mein Gargamel. Überhaupt nicht. Gar nichts, ja? Mein lieber Vetter, du hast alles hinterlassen, was ein guter Zauberer nur brauchen. Nein, oh nein! Nein, nicht die Zauberbücher! Und doch noch das Schloss! Es ist mir völlig egal, dass du tot bist, du Narr! Denk nur, Azrael hat mir nichts hinterlassen! Gar nichts, überhaupt nichts! Moment mal! Anscheinend doch! Erschließe die Kräfte der Poseidon-Medaille! Das Buch nützt mir gar nichts, da die Medaille im Schlumpfdorf ist. Im Dorf? Aber natürlich! Ich erschließe die Kräfte der Medaille und erledige diese widerlichen Schlümpfe. Alle! Dank, Vetter, tausend Dank! Du hast mir doch etwas hinterlassen. Ich hätte auch schon mal besser geblasen. Es ist soweit, meine kleinen Schlümpfe. Bei den ersten Schlumpfischen Spielen gibt es 10 Disziplinen. Ja!
Als Schiedsrichter bin ich für die Organisation der Schlumpfischen Spiele verantwortlich. Wenn ihr also bei den Schlumpfischen Spielen mitmachen wollt, müsst ihr euch für eine der 10 Disziplinen entscheiden. Wieso ist Schlumpfisch Schiedsrichter? Das ist doch ausgezeichnet, wenn er Schiedsrichter ist, kann er in keiner Mannschaft sein. Ja, da hast du wieder recht. Weitschlumpfen und zum Schluss die größte Herausforderung, der Marathonlauf. Ja! Ich möchte zu gern den Schlumpfmarathon gewinnen. Was ist das überhaupt? Die Mannschaft, welche die meisten Disziplinen gewinnt, erhält die erste Medaille der Schlumpfischen Spiele. Ja! Oh Mann, eine Medaille! Ich hasse Medaillen! Aha, ich freue mich, dass meine kleinen Schlümpfe es mit solcher Begeisterung aufnehmen. Ja, ach so, da sagte der Babybär zum Papabär... Hallo, mein kleiner Vogel. Was hast du denn da? Ah, die Medaille des Poseidon. Das kann nur eines bedeuten. Mein lieber Freund Argus ist in seine neue Welt gegangen. Oh je, sie ist höchst gefährlich. Völlig ungefährlich, Azrael. Noch ein paar kleine Zutaten, ein Ritual und das ganze Schlumpfdorf verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Um die Medaille zu aktivieren, brauchen wir das Haar eines Bären, vom Drachen das Feuer und schließlich den Schlüpfer vom Fressungeheuer. Eine Unterhose von einem Menschenfresser? Nun, wenn das schon reicht, die Medaille zu aktivieren, sehe ich überhaupt kein Problem. Überhaupt keins. Eins, zwei, und drei, und vier, und fünf, und sechs. Schlumpfische Spiele hin oder her, Babyschlumpf. Die Medaille muss verschwinden, ehe sie uns alle vernichtet. Ah, da ist er ja. Hier haben wir die Zutat Nummer 1, ein Härchen für Onkel Gargamel. Ja, und jetzt zum Drachen! Ich bitte um Aufmerksamkeit. Als Schiedsrichter der Schlumpfischen Spiele ordne ich an, dass ihr euch zuerst in 2 Mannschaften aufteilt. Oh, toll, Schlaubi. Wie macht man das? Na, Ost gegen West natürlich. Wenn du auf der Ostseite wohnst, gehörst du zur Ostmannschaft. So wie ich. Und wenn du auf der Westseite wohnst, gehörst du zur Westmannschaft. Ich sag doch immer, im Westen ist am besten. Ich hasse Grenzen. Hör zu, Handy. Wir Ostschlümpfe werden euch fertig machen. Ja! Ach ja? Ich glaube aber nicht, dass jemand, der Schlumpfblumenkerne mit Blumenschlumpfkernen verwechselt, eine Chance hat. Hab ich recht? Ja! Hallo, Leute! Was ist mit mir? Zu welcher Mannschaft gehöre ich? Du kannst den Handys Mannschaft mitspielen, Clumsy. Ich finde, du solltest dich Heftys Mannschaft anschließen. Nein, ich bestehe darauf. Die Westmannschaft braucht dich. Aber die Ostmannschaft braucht dich viel mehr. Nein, ihr könnt ihn haben. Keiner von euch kann ihn haben. Was meinst du damit, Schlumpfine? Clumsy und ich bilden unsere eigene Mannschaft. Ehrlich? Toll! So was Komisches habe ich noch nie gehört. Ihr werdet nicht einen Wettkampf gewinnen. Kann sein, aber wir werden viel Spaß haben. Ja, genau. Was ist denn schon ein Sieg? Gar nichts. Machst du Witze? Das ist das Größte. Hilfe, Autsch! Jetzt reg dich doch nicht so auf! Autsch! Ich hab mir doch nur ein bisschen Feuer geliehen. Ist denn das so schlimm? Autsch! Aua! Also, Azrael, wir haben das Bärenhaar und das Drachenfeuer. Aber um die bösen Kräfte der Medaille freizusetzen, brauchen wir die Unterhose des Menschenfressers. Platsch, 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 Großmaul sitzt im Matsch. Platsch, 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 Großmaul sitzt im Matsch. Platsch, platsch. Unterwäsche, großartig. Großmaul sitzt im... Hey, was macht Gargamel mit Großmauls Unterhose? Ich mache daraus ein Zirkuszelt, du Spatzenhirn. Großmaul will seine Unterhose wieder haben. Großmaul braucht doch seine Unterhose. Großmauls Unterhose passt Gargamel gar nicht. Wie gut, dass wir Vollmond haben. Du tödlich Metall, Ruhe unter der Erd, vom Mondlicht bewacht, unschädlich gemacht, von Stund an hast du nun keinerlei Wert. Du tödlich Metall, böse und schlecht, in die Erde versenkt, geschieht dir nur recht. Hier magst du nun ruhen und schlechtes fortan nie wieder tun.
geschafft. Ach, wenigstens ist sie nicht in falsche Hände geraten. Solange die Medaille hier begraben liegt, wird sie nichts anrichten können. Ich frage mich, was Papa Schlumpf hier gemacht hat. Auch Papa Schlumpf entgeht der strengen Aufsicht eines schlumpfischen Schiedsrichters nicht. Was haben wir denn hier? Ich wette, das ist die schlumpfische Medaille. Warum hat Papa Schlumpf sie wohl begraben? Aber natürlich. Oh, Papa Schlumpf, manchmal setzt du mich in Erstaunen. Warum hast du nicht einfach mich nach einem sicheren Platz gefragt? Ich weiß genug Verstecke. Na nu, seht euch das an. Die ist ja schon völlig verrostet. Dulusi wird sie ein bisschen aufpolieren müssen. Da wird sich Papa Schlumpf aber freuen. Sieh sie dir an, die Schlumpffische. Brotmedaille. Also, Tulusi, du hast mein Lob wirklich verdient. Aber findest du nicht, sie würde mit Brille besser aussehen? So ist es recht. Auf diese Art kommt am besten in Form. Mit meinen Maschinen sind wir euch himmelhoch überlegen. Ach ja, was ein richtiger Schlumpf ist, trainiert aber so. Ein professioneller Schlumpfathlet braucht... Sag mal, Totti, kann ich auch eins haben? Tut mir schrecklich leid, Zwirni, aber die Backwaren sind alle für die Westmannschaft und nicht für die Ostmannschaft. Nun, wenn dem so ist, dann werde ich auch nicht mehr für die Westmannschaft nehmen. Merkt euch das. Dann sehe ich mich gezwungen, meine musikalischen Darbietungen der Ostmannschaft vorzuenthalten. Ja! Ja! Bravo! Bravo! Fantastik! Willkommen bei den ersten schlumpfischen Spielen mit Schlaubi Schlumpf! Zuerst üben wir die Anfeuerungsrufe. Ja! Und jetzt sprecht mir nach. Schlaubi, Schlaubi, Schlaubi. Na? Schlaubi, Schlaubi, Schlaubi. Ich hasse dieses Schlaubi, Schlaubi. Lasst uns die schlumpfigste Fahne des Dorfes grüßen. Ja! Lasst uns die schlumpfigste Fahne der Welt grüßen. Ja! Der schönste aller Sportler grüßt seine Fahne. Sein Haupt ist hoch erhoben. Stolz blicken seine stahlgrauen Augen voraus. Oh, Patriotismus ist so schlumpfig. Sieg für die Ostmannschaft! Aha, hier kommt unsere dritte Mannschaft und ich sage euch, sie hat nicht die geringste Chance. Hoffentlich haben alle unsere Fahne gesehen, die ist selbst gemacht. Seht euch nur diese Fahne an! Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich finde unsere Fahne wunderschön und ich bin stolz darauf, in deiner Mannschaft zu sein. Und meine kleinen Schlümpfe, kommt der Augenblick, auf den ihr alle gewartet habt. Jetzt wird das schlumpfische Feuer entzündet. Die Spiele sind eröffnet! Hurra! Sieg für die Ostmannschaft! Der Beste! Der Besten ist am Besten! Der Nächste! Oh je, Mini! Oh. Aus dem Tor! Aus dem Tor! Ja! Oh, wir! Wir vor! Ja! Disqualifiziert! Disqualifiziert! Die Spielregeln besagen, es ist nicht erlaubt, die Schlumpfbärenausrüstung zu verspeisen. Vielleicht sollten wir die Regeln der schlumpfischen Spiele noch ein bisschen erweitern. Und nun ringen in drei Runden! Ja! Wer hier die Nummer 1 ist, werden wir gleich haben. Was du nicht sagst, ich fühle die Medaille schon um meinen Hals hängen. Sieht aus, als wenn das Spaß macht. Ja. Kam sie! Das erste Wintersportereignis, Skispringen! Ja, heftig! Ja! Bravo! Ja, heftig!
Und hier das offizielle Ergebnis. Handys Mannschaft hat 3 Spiele gewonnen. Hefties Mannschaft hat 3 Spiele gewonnen. Und Clumsys Mannschaft, auch wenn es gegen jegliche Logik ist, hat ebenfalls 3 Spiele gewonnen. Ja! Ich hasse Applaus. Aber der Gewinner der ersten schlumpfischen Spiele kann erst nach dem 10. und letzten Wettkampf ermittelt werden, dem Schlumpfmarathon. Viel Glück beim Schlumpfmarathon, Schlumpfine. Aber ich bin doch gar nicht dabei, Clumsy. Du läufst nicht. Ich? Aber Schlumpfine, du kannst doch viel schneller laufen. Nein, nein, Clumsy, du hast so hart für den Marathon trainiert. Ich will, dass du unsere Mannschaft vertrittst. Du schaffst es, Clumsy. Ich glaube an dich. Auf die Plätze! Fertig! Los! Lauf, Clumsy! Lauf! Oh, nein! Nun, Unterhose brenne hell und auch das Haar vom Bärenfell. Erleuchte nun des Berges Spitze, komm Drachenfeuer und erhitze die Zauberutensilien schnell. Hoch lodere Flammen von Bergeskamm, Poseidon erhöre mich, ich flehe dich an, lass wirken die Macht der Medaille fortan. Was war das? Vernichte das Land und Asrael, komm sofort zurück, du feiger Flohsack, das ist meine große Stunde. Vergiss es. Andy, ihr werdet sowieso nur Zweiter! Oh nein! Andy, pass auf! Andy! Wo bist du? Wo bist du, Andy? Ich bin hier! Hab keine Angst! Hilfe! Wo bist du? Ich find dich schon! Beeil dich, Hefty! Oh, weia, wo sind die denn überhaupt? Außen vor! Außen vor! Außen vor! Guck doch mal, guck! Wer ist es? Nein, das ist Andy, Dummkopf! Nein, nein! Das ist doch Clumsy! Tut mir leid, Schlumpfina, aber ich kann keinen Zentimeter weiter! Oh nein! Was soll's? Ist doch egal! Ich bin sowieso der Letzte! Du bist nicht der Letzte, Clumsy! Du bist der Erste! Reiß dich noch einmal zusammen, bitte! Ja, aber ich hab mich doch schon zusammengerissen, als ich gestartet bin! Bitte, bitte, Clumsy! Ich weiß, dass du noch eine kleine Kraftreserve hast! Wenn du wirklich gewinnen willst, musst du ganz fest an dich glauben! Ein winziges Stück! Geschafft! Du hast die ersten schlumpfischen Spiele gewonnen! Bloß weil du mir geholfen hast, hast du nicht gewonnen. Ach, was ist schon ein Sieg? Hauptsache, du bist in Ordnung. Und ich sage dir, Muffi, irgendetwas stimmt mit dieser Medaille nicht. Erhör mich, Poseidon, ich flehe dich an. Die Münze lass alles zerstören, sodann. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Also, Clumsy, die Medaille gehört Papa Schlumpf. Vernichte das Land, die Berge, die Seen. Verwüste hier alles, so soll es geschehen. Was hab ich getan? Die Medaille des Poseidon. Oh, eine Erdbeben. Ein Erdbeben. Was ist das? Ein Schlumpfbeben. Oh. Ein Erdbeben. Hoffentlich ist nichts passiert. Hilfe, Hilfe, lasst mich nicht allein! Hilfe! Hört mich denn keiner? Ihr guten Mächte, erhöret mich. Bringt wieder was Gutes und schlumpfiglich. Verfluchte Medaille, du wirkest nicht mehr. Versink in die Erde, komm nimmer mehr her. Nein, ich werde zerquetscht. Hilfe! Was hat Gargamel gemacht mit Großmauls Unterhose? Nun, Herr Großmaul, das ist schwer zu erklären. Ich wollte... Okay, Handy.
Das ist der letzte Brand. Den haben wir in 0, nichts gelöscht. Es ist doch fantastisch, Muffi, dass Ost- und Westschlümpfe jetzt keine Gegenspieler mehr sind, oder? Ich hasse Gegenspieler. Auch wenn eine Naturkatastrophe nötig. Dir ist hoffentlich klar, warum diese Katastrophe passiert ist. Ja, und ich glaube, es war mein Fehler, Papa Schlumpf. Es tut mir ehrlich leid. Aber ich habe auch etwas gelernt, Papa Schlumpf. Ich werde mich niemals wieder in deine Angelegenheiten einmischen. Welch eine Tragödie. Unser schönes Dorf wird nie wieder so sein, wie es mal war. Wir bauen ein neues Dorf. Genau, ein noch viel schlumpfigeres. Und es darf niemals wieder eine Linie geben, die uns trennen kann. Ja! Ja! Klamsi Schlumpf, mit großer Freude überreiche ich dir diesen Siegerkranz und kröne dich hiermit zum Sieger der schlumpfischen Spiele. Oh, Herr Papa Schlumpf, das ist der schlumpfigste Augenblick meines Lebens. Und jetzt sollen alle Schlümpfe erfahren, wie du mir das Leben gerettet hast. Nein, Handy, das ist Klamsis großer Tag. Da hast du recht. Hey, hallo Handy, hallo Handy. Schade, dass ihr Jungs nicht auch Erster geworden seid. Du hast es aber verdient, Klamsi. Es ist nicht so wichtig, ob man gewinnt oder verliert. Wichtig ist, wie man sich dabei verhält. Papa Schlumpf, ich werde mich am besten gleich mit den Vorbereitungen für die schlumpfischen Spiele im nächsten Jahr befassen. Glaube ich? Ja, Papa Schlumpf? Im nächsten Jahr wird es keine schlumpfischen Spiele geben. Nein, nicht? Wieso? Es hat einfach zu viele Schwierigkeiten gegeben, verstehst du, Schlaubi? Deshalb werden die Spiele nur alle 4 Jahre stattfinden. Was für eine fantastische Idee! Sie hätte von mir sein können. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Wer ist unser Champion? Wer hat wohl gesiegt? Klamsi ist der Champion. Schön, dass es ihn gibt. Meine kleinen Schlümpfe, hiermit stelle ich euch die Finalmannschaften der alljährlichen Schlumpfball-Endausscheidung vor. Hurra! Und das, mein lieber Harmony, bedeutet, du kannst aufhören, die Trompete zu blasen. Hurra! Die Spielführer der 4 Mannschaften sind... Schlumpfine? Ja! Ups. Zwirni? Ja! Unsere schlumpfigen Uniformen machen uns zu Favoriten. Hefti? Ja! Das ist keine Überraschung. Und schließlich als 4. Spielführer, Schlaubi! Ja, ja! Also das ist eine Überraschung. Oh, das ist das allererste Mal, dass meine Mannschaft im Finale ist. Ja, und ich bin jeden Schritt des Weges an deiner Seite. Du meinst wohl jeden Stolperer des Weges? Ja, so habe ich das wohl eher gemeint. Morgen ist ein großer Tag. Denn morgen werde ich, Schlaubi Schlumpf, allein eigenhändig das große Schlumpfballspiel gewinnen. Schlaubi, 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 Schlaubi. Meine lieben Sportschlümpfe, ihr seht eine wandelnde Legende. Jede Bewegung ist eine Augenweide. Und hier kommt der letzte Punkt, der noch zum Sieg fehlt. Aber was passiert jetzt? Irgendein ungeschickter Schlumpf mit 2 linken Füßen läuft auf den Champion zu. Es ist Klamsi Schlumpf. Er dürfte gar nicht in die Entscheidungsfälle sein. Was für eine Tragödie. Ganz Schlumpfhausen trauert. Der große Schlaubi hat ausgeschlumpft. Der ungeschickte Klamsi verliert doch tatsächlich mein Spiel. Oh, es wäre sicherer, wenn er nicht käme. Wie könnte ich ihn nur davon abhalten? Tja, natürlich könnte er nicht kommen, wenn er krank wäre. Oder wenn er dächte, er wäre krank. Also, man glaubt es einfach nicht. Sogar im Schlaf ist er ein Tollpatsch. Oh, Feier! Ich hab die gefährlichen Polkertupfen! Also, ich glaube, das kommt vom vielen Polkertanzen. Klamsi, bleib lieber im Bett. Lieber ein Spiel verpassen, als eine Polkertupfen-Epidemie im Dorf auslösen. Alles klar, Farmi? Nur du und ich. Wir spielen gegen Schlumpfine, Torti und Handy. Klaubi, wo ist denn Klamsi? Ja,
Er fühlt sich nicht gut, Papa Schlumpf. Er hat gesagt, dass er Tupfen hätte. Also sag mal, wo liegt das Problem, Clumsy? Ach, Schlaubi hat gesagt, ich würde zu viel Polka tanzen, Papa Schlumpf. Also losfahren, ich schieß jetzt den Ball auf Torti. Wieso denn das? Wenn ihr doch sein hungriges Gesicht hat, jeden Augenblick wird er ein Törtchen rausholen und dann hat er keine Hand mehr frei. Los jetzt! Juhu! Wir gewinnen! Schlaubi! Papa Schlumpf hat mich von meinem Polka-Tupfen geheilt! Weißt du nicht, dass ich wieder da bin? Lass es mich so sagen, Clumsy. Ein Traum wurde wahr dadurch, dass du wieder da bist. Oh. Toll. Das Spiel ist aus. Gewonnen! War das jetzt unser Punkt? Nein. Und noch was, Clumsy. Ich will nie mehr von dir hören. Ich bin jeden Schritt des Weges an deiner Seite. War das jetzt unser Punkt? War es nicht? Wirklich nicht? Herzlichen Glückwunsch, Schlumpfine und Hefti. Eure Mannschaften schlumpfen weiter um die Schlumpfballmeisterschaft. Glaubi und Zwirni, es tut mir leid, dass eure Mannschaften nicht gewonnen haben, aber es liegt noch viel Spaß vor euch, denn ihr seid jetzt alle Mitglieder des Vorbereitungskomitees. Des Vorbereitungskomitees. Jedes Jahr lande ich in diesem Vorbereitungskomitee. Glaubi und Clumsy, ich werde euch auf eine kleine Reise schicken. Eine kleine Reise? Hervorragend. Clumsy. Ich wünsche, dass ihr ein bisschen Schokoladensoße besorgt aus der Höhle der Dunkelheit. Denn Torti braucht für seinen Kuchen 2 volle Eimer davon. Ja, einen für den Kuchen und einen für den Koch. Passt gut auf, meine kleinen Schlümpfe. Ihr dürft euch nicht aus dem großen sprudelnden Teich bedienen. Er enthält zwar die süßeste Schokolade, aber das legendäre Monster der Dunkelheit lebt in seinen bodenlosen Tiefen. Well, das klingt ja schrecklich. Ganz egal, wo du hingehst, Clumsy. Es ist stets schrecklich. Geh nicht so schnell, Schlaubi! Ich denke ja gar nicht daran, mein Tempo zu verlangsamen, Clumsy. Nur wegen deiner Tollpatschigkeit? Dabei bräuchtest du gar nicht tollpatschig zu sein, wenn du es nur versuchen würdest. Ich versuche es ja, Schlaubi, aber ich war schon immer so... Oh, das ist der Teich, in dem das Dunkelheitsmonster lebt. Ich würde gern wissen, wie süß die Schokolade in diesem Teich ist. Es würde mir erreichen, nur ein winziges kleines Schlückchen zu probieren. Ah! Den Schokoladenteich gefallen sein. Hol sie! Hallo, Herr Monster. Wir haben eine Kleinigkeit vergessen. Wir gehen besser ins Rückbüro, wenn wir zu Hause sind. Also gut, Schlaubi, sag mir, was du da siehst. Baby? Baby? Und was siehst du jetzt? Hefti. Wenn Schlaubi denkt, dass Schlumpfine so aussieht wie Hefti, dann hat er ein ernstes Problem. Schlaubi, die einzige Möglichkeit, dein Sehvermögen wieder zu erlangen, ist, dir eine neue Brille zu machen. Nun, um Brillengläser zu machen, brauche ich aber diesen Spezialsand vom Sandmann aus dem fernen Land des Schlafes. Schnarchende Salamander, Papi. Ich möchte schon lange wissen, wie dieser Sandmann wohl aussieht. Oh ja, dürfen wir mitkommen, Papa Schlumpf? Natürlich, meine Schlumpflinge. Jede Hilfe, die ich kriegen kann, ist mir recht. Auf Wiedersehen! Und sei vorsichtig, Schlaubi! Ach, nur keine Sorgen, meinetwegen, Papa Schlumpf. Meine schier unglaubliche Klugheit wird mir schon weiterhelfen. Hättest du gern ein paar Karotten, Schlaubi? Karotten sind sehr schlumpfig für deine Augen.
Nein, danke. Schlaubi, ich habe ein Programm für Augentraining entwickelt. Und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei und... Nein, danke. Du sagst mir doch, wenn ich dir helfen soll. Nein, weil ich dich nämlich nicht übertrieben gern um Hilfe bitte, Klamsi. Du würdest mich bei deiner Tollpatschigkeit gegen die nächste Wand... Also gut, Schlümpfe, kommt mal hierher. Schlaubi, wir stehen doch schon alle hier. Naja, das weiß ich doch selber. Also, da Papa Schlumpf verreist ist, trage ich die Verantwortung für das Vorbereitungskomitee. Zuerst wird die Haupttribüne dekoriert. Also los, fangt an. Worauf wartet ihr noch? Ich fange schon mal an, den Baum zu dekorieren. Ich hasse es, Baum zu sein. Und jetzt hänge ich noch diese Ballons dran. Fauli, würdest du freundlicherweise aus dem Weg gehen? Wo sind meine Ballons? Sie sind weggeflogen. Herzlichen Dank, Fauli. Herzlichen Dank. Ich dachte, ich hätte dir deutlich gesagt, dass du aus dem Weg gehen sollst, Fauli. Ich bin dir gar nicht im Weg. Ich, Schlaubi Schlumpf, ein akademisch ausgebildeter Bärenpflücker, werde dafür sorgen, dass für alle Schlümpfe genug Schlumpfbären da sind. Schlaubi, halt! Du trampelst auf meinen Schlumpfbärsetzlingen rum. Das ist aber auch wirklich ein ziemlich blöder Aufbewahrungsort dafür. Und das ist auch ein ziemlich blöder Aufbewahrungsort für einen Schlumpfball. Porti wird meine Hilfe zu schätzen wissen. Ich werde ihn überraschen. Ich back ihm seinen Festkuchen. Das hier ist Mehl. Und das riecht mir doch verdammt nach Sarsaparilla. Der liebe Torti, die wird bestimmt wahnsinnig überrascht sein. Feuer! Feuer! Keine Angst, Schlumpffeuer, wir sind schon da! Was ist denn passiert, Schlaubi? Ich weiß nicht. Ich wollte backen in Tortis Küche und, Schlaubi, du warst nicht in Tortis Küche, du warst in Papa Schlumpfs Labor. Oh. Naja, ich glaube, es ist wohl doch besser, wenn ich zu Hause bleibe. Nicht ist mir sicher, wenn ich weiter... Da ist es, meine kleinen Schlumpflinge, das Land des Schlafes. Mietende Nachteulen, Papi. Es war doch noch Tag, als wir das Dorf verlassen haben. Tja, hier im Land des Schlafes gibt es keinen Tag-Sassett. Wie soll hier jemand schlafen, wenn der so fürchterlich schnarcht? Das ist der Sandmann, den du da hörst. Er wacht nur in der Abenddämmerung auf, um der Welt den Schlaf zu bringen. Es tut mir leid, dass ich ihn heute etwas früher wecken muss. Was soll denn dieser blöde Scherz? Du meine Güte, was ist aus dem lustigen alten Sandmann geworden und seinem lieben, breiten Lächeln? Der hat sich zur Ruhe gesetzt. Ich hab jetzt hier die Leitung. Naja, vielleicht können Sie uns ja helfen. Wir möchten uns etwas Schlafsandhaus borgen, um eine... Vergesst es! Es kriegt keiner meinen Schlafsand! Hör zu, Fettwanst! Wir brauchen den Schlafsand dringend, um eine neue Brille für einen guten Freund zu machen. Und es wäre besser für dich, wenn du ihn rausrückst! Schlafschafe! Schafft mir diese ungebetenen Gäste vom Hals! Halt, warte! Wieso seid ihr Schlafschafe um diese Zeit eigentlich immer noch wach? Wird's bald, ihr sollt ins Bett gehen. Habt ihr nicht verstanden? Weißt du, Ned, manchmal bringst du mich wirklich zum Staunen. Sehr clever. Wirklich clever. Aber ihr kriegt dennoch kein einziges Korn von meinem Schlafsand. Das klingt ja beinahe so wie ich, aber ich meine, das kann aber nicht sein, denn ich bin ja hier. Klamsi, darf ich ein bisschen reinkommen? Aber klar doch, natürlich. Aua! Oh, Maya. Alles in Ordnung? Von wegen in Ordnung. Oh, Klamsi, ich bin ja so tollpatschig. Ständig renne ich gegen Wände. Ach, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich weiß, was du sagen willst. Klamsi, willst du mir sehen helfen beim Gehen, damit ich wieder wie alle anderen durchs Dorf gehen kann? Ja? Klar, Schlaubi. Es ist mir eine Ehre. Halt dich nur ruhig an meiner Schulter fest und ich bin neben dir auf jedem Schritt deines Weges. Bist du es, Klamsi? Ja! Es ist langsam Zeit fürs Frühstück.
Wie wär's mit ein bisschen Müsli? Entschuldigung. Vielleicht möchtest du dafür lieber ein wenig Schlumpfbeersaft. Tut mir leid. Oh, Schlamsi. Ja, Schlaubi. Vielen Dank. Oh ja, das Warten hat sich gelohnt. Oh, sieh mal, wer da ist. Na sowas, Babyschlumpf. Und das ist Muffi. Das finstere Gesicht erkenne ich sofort. Ich hasse mein finsteres Gesicht sofort. Willst du eine Schlumpfbeere, Schlaubi? Ja, Klamsi. Dankeschön. Weißt du, mit dir zusammen ein wenig tollpatschig zu sein, gefällt mir richtig. Ach, Schlaubi. Manchmal ist es eben auch sehr lustig. Dadurch kann ich auch oft als Einziger mit Schlumpfine essen. Wirklich? Oh ja. Weißt du, wenn ich stolpere und hinfalle, dann fragt sie, oh, Klamsi, ist alles in Ordnung? Und bevor ich das weiß, frage ich sie, ob ihr was passiert ist. Ja, und bevor sie das weiß, fragt sie, ob ich was essen will. Das ist aber erstaunlich. Wie wär's damit, wenn du jetzt vielleicht Zitat 552a aufsagst, Klamsi? Ja, gerne. Wer ist der schlaueste Schlumpf? Sag an. Wenn Schlauheit du brauchst, wen rufst du dann? Schlaubi! Ja, es ist mir wieder eingefallen. Oh, ach ja, hier ist noch ein neues Zitat von mir. Kannst du es mir vorlesen? Klar. Warte, ich helf dir, Klamsi. Es ist leicht zu behaupten, wir wären stark. Es ist aber schwer zuzugeben, dass wir schwach sind. Ein Freund, der jeden Teil von uns mag, lehrt uns auch, unsere Schwächen zu mögen. Toll. Ja, das gefällt mir, Schlaubi. Du kannst es behalten, Klamsi. Eigentlich kannst du alle meine Zitate haben. Vielen Dank, Schlaubi. Aber eigentlich möchte ich nur das. Also, Schlümpfe, es ist Zeit für das Endspiel um die Schlumpfballmeisterschaft. Yeah! Komm schon, Schlaubi, wir müssen los. Nein, Klamsi, ich werde wohl doch nicht mitkommen. Du hast mir wirklich geholfen, aber du kannst mir nicht helfen, das Spiel zu sehen. Doch, das kann ich, Schlaubi. Komm, du wirst es sehen. Ja, ja, Schlumpfball, ja. Schlumpfine, she's the butter beauty. Yeah! Oh, weia. Und Beauty guckt sich selbst im Spiegel an. Er verpasst den Ball. Ja! Das macht Beauty doch in jedem Spiel. Hälfte versucht Beauty, den Spiegel wegzunehmen. Aber Beauty lässt ihn nicht. Welch ein Finale. Was für ein Spiel. Aus, aus, aus. Ja! Die Schlumpfine der Mannschaft hat gewonnen. Durch 71 Punkte. Du warst sehr gut, Schlumpfine, wie du den Ball geschlumpft hast. Ich muss zugeben, ich hätte es nicht viel besser gekonnt. Ein Schlumpfbärenvogel mit einer Nachricht von Papa Schlumpf? Meine lieben Schlümpfe, meine Reise kann noch etwas länger dauern. Der Sandmann weigert sich, mir den Satz zu geben, den ich brauche, um Schlaubis Brille herzustellen. Oh. Ich versuche, ihn dazu zu bringen, seine Meinung zu ändern. Bitte drückt mir die Daumen. Liebe Papa Schlumpf. Klamsi, ich möchte, dass du mir einen Gefallen tust. Sag, würdest du mich zur Höhle zurückführen, damit ich meine Brille wiederfinde? Aber Schlaubi, da ist doch das schreckliche Monster der Dunkelheit. Nein, Klamsi, das schreckliche Dunkelheitsmonster ist hier, und zwar genau vor mir. Bitte hilf mir, Klamsi, bitte. Naja, also gut, Schlaubi. Wir stolpern ganz bestimmt und werden hinfallen. Doch, ich führe dich hin. Ist es noch sehr weit, Clancy? Naja, das kommt drauf an, ob du rauf meinst oder runter. Clancy, ich habe Angst, ehrlich. Keine Sorge, Schlaubi, ich bin ja hier. Ich kann doch schon nicht schlafen. Ich bekomme noch Sandflecken unter meinen Augen. Tut mir furchtbar leid, Sandmann, aber wir werden weiter singen, bis sie uns den Sack voll Schlafsand geben. Wenn ihr den Schlafsand unbedingt wollt, dann kriegt ihr euren Schlafsand. Oh nein. Oh, er versucht uns damit in den Schlaf zu schlumpfen. Ich muss einfach wach bleiben. Schlaubis wegen.
Nicht runtersehen! Jetzt nur nicht runtersehen! Weißt du, Klaus, ich hätte nie gedacht, dass ich jemandem so vertrauen kann. Ehrlich, wirklich, ich vertraue dir mein Leben an, Klaus. Oh, danke, Schlaubi. Klamsi, wo steckst du? Hier unten. Nur keine Angst, Klamsi. Ich finde dich. Ich finde dich schon. Oh, toll, Schlaubi. Du hast mich gerettet. Ja? Ach ja, tatsächlich. Na komm, gehen wir. Oh, Feier. Das ist das erste Mal, dass ich versuche, eine Brille zu angeln. Hast du schon was gefangen? Hm? Ja, mich selbst. Also gut, hör auf, ich gebe mich geschlagen. Du kriegst deinen blöden Schlafsand. Yippie! Ich meine, danke sehr, mein Freund. Von wegen Freund? Mein Schlafsand ist so wertvoll, also da muss ich schon was ähnlich Wertvolles als Gegenwert verlangen. Wie wär's mit meiner Mundharmonika? Soll das ein Witz sein? Wie wär's mit ein paar Leckereien von Tortis Mitternachtsessen? Das ist nicht wertvoll genug. Ihr habt also die Brille eures Freundes in der Höhle der Dunkelheit verloren, hab ich recht? Stimmt. Also gut, ich gebe dir etwas von meinem Sand, wenn du mir von diesem furchtbaren Monster der Dunkelheit etwas Schokolade mitbringst. Gut, die Sache ist abgemacht. Dieses Mal mache ich es richtig. Man sagt ja auch, aller guten Dinge sind drei. So, jetzt. Ich glaube, ich habe was. Ich glaube, ich hab uns ganz schöne Schwierigkeiten gebracht. Hey, Klamsi, was ist denn los? Das hört sich an wie Klamsi. Lass sofort meinen Freund los, du Monster! Halt, Monster der Dunkelheit! Ich hab ihn, Papa Schlumpf. Ich hab ihn, Papa Schlumpf. Ja, ja, sehr gut, Schlaubi. Jetzt hör mal zu. Er kann nicht sehen ohne seine Brille. Er sagt, er möchte sie gerne behalten, weil er nichts sehen konnte, bevor er sie gefunden hatte. Ah, möglicherweise war er deswegen immer so ungeschickt. Wenn das so ist, dann mache ich dir einen Vorschlag. Wir schenken dir die Brille, wenn wir dafür ein bisschen Schokolade von dir kriegen. Das hört sich an wie ein Ja. Ja! Papa Schlumpf, ich weiß ja, dass du gerne Schokolade isst, aber sag mal, denkst du nicht, dass meine Brille vielleicht wichtiger ist? Ich möchte hiermit mal ein Zitat des berühmten Schlaubi Schlumpf zitieren. Vertrau mir, vertrau mir. Nein, nein, das ist mein Mitternachtsessen. Also, Schlaubi, hier hast du nun deine brandneue Brille. Klamsi, würdest du so lieb sein und mir die Brille aufsetzen? Na klar, natürlich, Schlaubi. Klamsi, genau der Schlumpf, den ich sehen wollte. Schöner Sommertag. Gibt es was Schöneres, als sich die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen? Gibt es was Schöneres, als einen Schlumpf zu verspeisen? Gargamel! Ich hasse Gargamel! Fangen Sie Azrael! Heute werdet ihr mir nicht entkommen. Sieh nur, Azrael, fünfmal kleiner Imbiss und er wartet nur auf uns. Mach's gut, alter Gargamel! Was? Oh nein! Kommt sofort zurück, ihr feigen Mieslinge! Ach, du flatternde Fledermaus, da! Das ist Muffi! Wieso hängt der da oben? Azrael, ich vermisse eine von den kleinen blauen Badeschönheiten. Muss wohl ertrunken sein. Warum sind die so aufgekratzt? Was ist denn, Azrael? Ah, ein hängender Schlumpf. Den werde ich zu abgehangenem Schlumpffilet verarbeiten. Spring, Muffi! Spring! Spring! Nur noch ein kleines Stückchen und wir kriegen heute Abend überbackenen Schlumpftrost. Na, was ist das für ein komisches Geräusch?
Hilfe! Hilfe! Auweia, hoffentlich ist Muffi nichts passiert. Vielleicht sollten wir ihn suchen gehen. Ach du niesendes Nilpferd, seht mal! Muffi! Warum bist du denn nicht mit uns ins Wasser gesprungen? Ja, du hättest doch nur zu schwimmen brauchen. Ich hasse Schwimmen. Ich kann's nämlich nicht. Was? Du kannst nicht schwimmen? Warum nicht? Ach hey, und ich dachte, jeder Schlumpf kann schwimmen. Ja, genau! Nun, meine kleinen Schlümpfe, dann müssen wir eben alle Muffi das Schwimmen beibringen, nicht wahr? Kein Problem, Papa Schlumpf. Schwimmen ist so einfach, wie vom Baum zu fallen. Ich hasse, vom Baum zu fallen. Ich kann's kaum erwarten. Hurra! Meine lieben Mitschlümpfe, aufgrund der Tatsache, dass Muffi schwimmen lernt, habe ich folgendes Gedicht geschrieben. Muffi lernt schwimmen. Oh! Wasser ist gut und Wasser ist nett. Muffi liegt drauf wie auf dem Bett. Man springt hinein und schwimmt wie ein Fisch. Fühlt sich dann wohl und hinterher frisch. Oh, Muffi, wir werden viel Spaß im Wasser haben. Oh ja, man trifft dort immer die interessantesten Schlümpfe. Also ich zumindest. Genug der schönen Worte, Schlümpfe. Pass mal auf, wie ich das mache, Muffi. Ah! Siehst du, es ist ganz einfach. Oh! Hey, Muffi, alter Schlumpf, jetzt bist du aber dran. Ah! Ich hasse Muffi, alter Schlumpf, jetzt bist du aber dran. Diese ekelhaften Schlümpfe haben es schon wieder geschafft. Was? Wenn sie nicht gerade auf einen Baum klettern oder in einem Loch verschwinden, springen sie ins Wasser. Aber das nächste Mal, wenn sie in die Nähe des Wassers kommen, fange ich sie. Diesmal habe ich den perfekten Plan. Aua! Was hat er denn nur falsch gemacht, Papa Schlumpf? Weißt du, Hefti, manchmal kann man eine Sache sehr gut. Aber man kann sie nicht gut an andere weitergeben. Das stimmt. Ha? Vielleicht würde er schneller schwimmen lernen, wenn er eine neue Badehose hätte. Eine neue Badehose? Ich weiß, wie man Muffi am schnellsten das Schwimmen beibringt. Man braucht dazu nur ein Schlumpfbärtörtchen. Oh, das funktioniert bestimmt. Schmeckt gut. Probier du es mal, Muffi. Ah! Ich hasse matschige Törtchen. Sei ruhig, du Flohplatz. Sonst schmeiß ich dich raus. Also, jetzt gehen wir angeln. Schlümpfe angeln. Ich glaube, diesmal habe ich mich selbst übertroffen, Azrael. Ich glaube, diesmal hast du dich wirklich selbst übertroffen. Mann, oh Mann, was ist das? Ich bin stolz darauf, euch meine neueste Erfindung präsentieren zu können. Die automatische Schwimm-Schlumpf-Lernmaschine. Oh. Fertig, Muffi? Dann schlumpfen wir richtig los. Oh! Unglaublich. Einfach unglaublich. Ich wusste, es war eine brillante Idee, Azrael. Sieh mal, ein schwimmender Schlumpf. Früher oder später werden alle Schlümpfe schwimmen. In Gargamels Käsesoße. Hey! Geh mir aus den Augen, du Idiot! Ja! Was ist denn das für ein komischer Fisch?
klingt sehr nach einem Katzenfisch. Oh nein! Auf die Art wollte ich nicht sterben. Ich denke, dank meiner Hilfe hast du es geschafft, Muffi. Und jetzt kannst du es alleine probieren. Ich hasse alleine probieren. Hasse! Daran sind nur die Schlümpfe schuld. Wenn es nicht diese kleine blauen Tollpatsche geben würde, hätte ich nicht diesen schrecklichen... Ja, das ist es. Was bin ich doch für ein Genie? Ich bin grässlich. Ja, mein Hass auf Schlümpfe ist schier unermesslich. Ich bin grässlich. Auf der Welt kein Magier ist wie ich, so hässlich. Hey! Diese blöden Wasserköpfe werden uns nie erkennen. Jetzt siehst du aus wie ein richtiger Schwimmer. Ich weiß nur nicht, was die neue Badehose soll. Das wirst du schon sehen. Vielleicht kannst du es mal auf meine Art versuchen, Muffi. Guck mal so. Zerfliegst und zugeschlumpft. Hey, auf deine Art kann ja jeder schwimmen, Klausi. Bon voyage, Muffi. Ah, die Lore. Aha, das war also die Clumsy-Art. Wir haben alles versucht, Papa Schlumpf, aber nichts hat geklappt. Vielleicht hat Muffi zu viel Angst vorm Schwimmen. Ich glaube, Muffi braucht einfach nur eine Motivation, damit er es lernen will, versteht ihr? Ich will erst mal wieder trocken werden. Die Kuh. Quack, 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 quack. Quack, quack, quack. Ich hab dir doch gesagt, Azrael, das wird ein Riesenspaß. Bak, bak, bak. Schlumpf in Sicht. Bak, bak, bak. Babyschlumpf. Aber ich habe noch Angst vorm Schwimmen. Bak, bak, bak. Guck mal, Azrael, da ist Babyschlumpf. Ein köstlicher kleiner Leckerbissen. Bak, bak, bak. Baby! Der erste Schlumpf wird ganz zart sein, auch wenn er nicht sehr groß ist. Bak, bak, bak. Das ist keine gewöhnliche Ente. Das ist Gargamel. Baby! Was für ein Glück, Azrael. Zwei Schlümpfe, da kriegt jeder einen. Gargamel! Ich hasse Gargamel. Hurra! Ich komme und helf dir, Muffi. Nein, Hefti. Muffi schafft das ganz alleine. Lass ihn nur. Hurra! Du bist nicht nur ein Schwimmer, Muffi, du bist auch ein Held. Wisst ihr, dank meiner Schwimmschlumpf-Lernmaschine hat Muffi schwimmen gelernt. Ach was, dank meines Gedichtes. Quatsch, dank meinem Törtchen. Hier liegt alles falsch. Er wurde durch seine neue Badehose motiviert. Dein Hut motiviert mich auch. Ihr habt ihm alle das Schwimmen beigebracht, meine kleinen Schlümpfe. Sogar Clumsy. Aber Muffi konnte doch überhaupt noch nicht schwimmen, Papi. Wie konnte er dein Baby retten? Weißt du, Sassette, Muffi Schlumpf hat seine Angst überwunden, weil Baby in Lebensgefahr war. Und weil er Baby lieb hat, konnte er plötzlich Dinge, die er vorher nicht konnte. Dann hat Muffis liebe Baby das Leben gerettet. Ist das nicht toll, Papa Schlumpf? Muffi! Hey, Muffi, komm, lass uns gehen. Komm doch endlich aus dem Wasser. Ich hasse aus dem Wasser kommen, weil ich jetzt nämlich schwimmen kann.